Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Theresa im, ja, geplünderten Scarlets. Und wir sollen zunächst, oder wir haben uns fest vorgenommen zunächst, ja, die umliegenden Gehöfte nach Überlebenden abzusuchen, bevor wir nach Scarlet selbst schauen, hinter die Palisade. Um dort vielleicht noch Überlebende in der Burg zu finden. Aber zunächst mal ist es wichtig, hier die Gehöfte abzuklappern, denn, naja, wenn hier Banditen sich rumtreiben oder so, ist man hier drinnen, also ist man hier draußen viel leichtere Beute, sag ich mal, als drinnen hinter der Palisade. So, stecken wir mal das Schwert ein. Oh, was ist denn passiert? Hallo? Töpfer Stanislav. Töpfermeister? Warum in Gottes Namen bist du noch hier? Ich versuche, in mein Haus zu gelangen. Wozu? Du solltest fliehen, wie die anderen. Da drinnen ist Geld und ich werde nicht ohne meine Groschen gehen. Hör zu. Ich kann dir hunderte Groschen geben. Kannst du mir helfen? Ihr Leute aus der Mühle, ihr wisst doch, wie man so etwas bewerkstelligt. Na, ich glaube, Theresa reagiert in so einem Fall patzig. Also, Theresa ist durchaus pragmatisch, hat sie ja zum Beispiel auch im Gespräch mit ihrem Vater bewiesen. Aber ich glaube, als Diebin bezeichnen lässt sie sich nicht. Schimpfst du mich etwa eine Diebin? Komm schon, spiel nicht das Unschuldslamm. Dein Vater ist wahrlich kein Heiliger. Gewiss hat er dir einige seiner Kniffe beigebracht. Mein Vater ist tot. Ach, herrje. Das wusste ich nicht, Mädchen. Tut mir leid. Was soll das auch? Schließt du die Tür nicht auf? Hast du keinen Schlüssel? Sieht ganz so aus. Ich muss ihn verloren haben. Idiot. Ich holte Feuerholz aus dem Wald. Und als ich bei der Brücke ankam, sah ich die riesige Armee. Ich ließ alles fallen und rannte heim, so schnell ich konnte. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Wie konntest du überleben? Ich harrte bis zum Morgen auf dem Heuhaufen aus. Die Heiden schnüffelten zwar dort herum, wurden dann aber abgelenkt und rannten zum Dorf. Okay. Ja, das war dann wohl der Sturm auf die leere Festung, der sie abgelenkt hat. Weil Herr Ratziger in der Nacht geflohen ist. Du bist hier nicht sicher. Und Tod bringt dir das Geld nichts. Flieh nach Thalmberg, solange du noch kannst. Damit dann meine Ersparnisse geplündert werden? Vergiss es. Ja, wir helfen ihm natürlich. Ich versuche, die Groschen zu holen. Aber ich kann nichts versprechen. Wo sind sie versteckt? Die verfluchte Tür ist einfach zu stabil. Hab Dank. Geh nach links in die Vorratskammer, sobald du im Haus bist. Dort steht ein Sack mit Äpfeln und ganz unten habe ich das Geldsäckel versteckt. Bring es mir dann bitte. Ich passe inzwischen hier auf. Okay, gut. Dann müsstest du jetzt von der Tür weggehen. Hätte ich nur nicht den Schlüssel verloren. Na komm, eine sehr leichte Tür. Die werden wir doch wohl gerade noch packen. So. Da ist das Ding. In die Vorratskammer, hat er gesagt. Oh, da war wirklich ein Geldsäckel voller Groschen. Und auch noch ziemlich schwer. Offensichtlich. Nehmen wir auch mal die Zwiebeln und die Äpfel hier mit. Die Äpfel? Offensichtlich nicht die Äpfel. Können wir ihm ja dann auch geben. Oh Gott, da ist jemand. Noch unsere eigenen Leute aus. Halt's Maul und tu, was ich dir sage. Ich bin keiner von euch. Wofür bestraft mich der Allmächtige? Mutter Gottes, erbarme dich, meiner. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Rück das Geld raus, oder du kannst... Pass mal auf. Was in Gottes Namen ist hier los? Wie niederträchtig, arme Leute auszurauben, die schon von diesen Heiden ausgeblutet wurden. Halt's Maul und behalte deine Moralpredigt für dich. Her mit dem Geld, sonst schneide ich euch beiden die Kehle durch. Man hat uns schon alles genommen, was wir hatten, wirklich. Sag es ihm, Theresa, uns ist nichts geblieben. Wenn ich herausfinde, dass du lügst, bleibt dir nicht einmal dein Leben. Ja, ich würde mal sagen, wir sind in der Überzahl. Wir sind zu zweit. Wir lassen uns nicht und du bist alleine, Freundchen. Einschüchtern. Ich rate dir, schleunigst zu verschwinden. Mir wackeln schon die Knie. Ich armer Tropf gegen ein Gör und ein gebrechliches Großväterchen. Oh. Das einzustecken ist nicht das Klügste natürlich. Oh Gott.
Der hat wirklich was drauf. Oh Gott. So, da plündern wir ihn. Her mit den Groschen. Her mit dem Ringelblumenaufguss. Sehr gut. Ein Silberring, ein Silberkelch. Okay. Die Lederhandschuhe nehmen wir auch mal an uns. Ja, Spitzer, sehr gut gemacht. Braver Hund. Wir können ihn mal wieder loben. Oder können wir ihn füttern? Sieh mal was ganz. Haben wir überhaupt was für ihn? Ja, Stücke Fleisch. Sehr gut. Friss es mal. Genau. Super Spitzer. So. Allmächtiger Gott. An diesem Schreckenstag hätte er gewiss nicht gezögert, uns einfach zu töten. Und das alles für Geld. Manche Menschen sind schlecht. Sie sehen eine Leiche und werden sogleich zu Aaskrähen. Du solltest ihn jetzt nicht bedauern. Er hat es so verdient. Nimm die Groschen. Nimm sie und geh nach Talmberg. Sag ihnen dort, sie sollen Hilfe schicken. Ich suche inzwischen im Dorf nach Überlebenden. In Ordnung. Gib gut auf dich acht, Theresa. Mach ich. Hä? Wir haben 500 Groschen. Wir könnten ihm auch was von uns. Naja, egal. Schauen wir mal, ob hier noch was liegt, was zu gebrauchen ist. Okay, da werden wir jetzt sicher nichts essen. Was ist hier drin? Wahrscheinlich hat er hier nur sein Leder gelagert, so wie ich diese Zeit kenne. Nein, auch Groschen, okay. Oh, Spitzer. Spitzer, komm mal her. Bei Fuß, Spitzer. Genau, wir füttern ihn. Das hat er jetzt wirklich verdient. Na komm. Sehr gut. Und dann. Braver Junge. Noch ein Lob. So ist's recht. Sehr gut. Beenden wir mal das Gespräch. Und ja, damit haben wir letztendlich hier schon mal den Töpfermeister gerettet. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir Richtung Wald gehen. Vielleicht finden wir ja hier zufällig den Schlüssel am Boden liegen. Den Schlüssel, den der Töpfermeister angeblich hier verloren hat. Warte mal, was wurde uns gesagt? Das können wir nicht nehmen. Was wurde uns gesagt? Hier am Waldrand sollen angeblich noch welche sein. Überlebende. Tun wir mal die Fackel wieder weg. Das ist nicht notwendig. So, wie viel Gesundheit haben wir? 66. Oh, Theresa? Sie will gerade irgendwie nicht animiert werden. Pass mal auf. Ja, wir nehmen Ringelblumenaufguss, ne? Wie viel regeneriert der? 30 Gesundheit. Perfekt. Schauen wir mal, wahrscheinlich sind die ein bisschen im Wald. So würde ich es machen. Ich würde mich nicht direkt am Weg verstecken. Huch, was ist hier? Interessant. Nehmen wir mal mit. Ja, vielleicht sind uns die Groschen ja noch nützlich. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Okay. Also hier ist jetzt bisher keine Menschenseele.
Pizza. Such. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Das hätten sie wirklich kürzer machen können, diese Animation. Diese Hundbefehlsanimation. Ich glaube, die werde ich in Zukunft einfach überspringen. Spitzer. Keine Ahnung. Das Normal müsste der doch vorausgehen, oder? Aber hier ist definitiv keiner. Okay. Ja, schauen wir mal nach Südwesten. Das Gebiet, in dem wir suchen sollen, ist ja relativ groß. Wenn wir noch irgendwas haben, was noch ein bisschen was regeneriert. Jetzt keinen Alkohol mehr. Radieschen, rote Beete, ja. Wieso? Aber jetzt haben wir uns schon wieder überfressen. Das ist natürlich auch nicht gut. Oh, ich höre was. Und jetzt rastet Spitze auch aus. Spitzer? Spitzer, wo willst du hin? Zu den Bienenstöcken oder was? Ah, super, Spitzer, hast Bienenstöcke gefunden. Mit ein bisschen Honig drin. Super. Super Spitzer. Okay, gut gelobt. Ah, hallo. Marosch. Bist du verrückt? Nicht so laut. Ich muss doch Pavlena finden. Als wir in der Nacht flohen, war sie plötzlich weg. Pavlena. Ist noch nicht sicher. Wenn du so schreist, riskierst du dein Leben. Aber ich muss sie finden. Ohne sie gehe ich nicht. Hilfst du mir? Ja, natürlich, dafür sind wir da. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald. Wir versteckten uns vor den Heiden. Ich dachte, hier wären wir sicher, doch als es dunkel wurde, kamen sie. Plötzlich standen sie hinter uns. Sie waren wohl genauso überrascht wie wir. Wir rannten sogleich los. Es war schrecklich. Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ich rannte und rannte. Und plötzlich war ich allein. Die Heiden waren fort. Aber Pavlena auch. Ich muss sie finden. Ja, es ist verständlich, klar. Was hat Pavlena an? Was sie immer anhat. Ein blaues Kleid und ein Tuch auf dem Kopf. Okay. Sei besser nicht so laut. Vielleicht sind hier noch Heiden in der Nähe. Aber ich muss Pavlena finden. Ich muss ihr helfen. Ja, das wollen wir ja auch. Pavlena konnte bestimmt entkommen. Du solltest mit der Suche jetzt nicht dein Leben riskieren. Glaubst du tatsächlich, sie hat sich im Wald verkrochen? Warum hätte sie so etwas Törichtes tun sollen? Da hast du recht. Eher hätte sie versucht, mich zu finden. Oder ihr ist etwas zugestoßen. Ich muss es wissen, verflucht! Pavlena! Ein Kohlenmeiler. Pavlena, wo bist du? Oh, Spitzer. Du sollst Pavlena suchen. Oh. Oh, du hast eine Truhe gefunden. Hui. Pavlena, wo bist du? Knacken wir die mal schnell. Eine Fackel, hui. So, Spitzer. Noch was? Oder? Eher nicht.
Mensch, Marosch. Pavlina, hab keine Angst, ich bin's, Marosch. Warte mal, was ist denn die A jetzt in der Quest? Hilf Marosch, Pavlina zu finden, okay? Dann machen wir das doch mal. So, Spitzer. Suchst du noch oder muss ich dir wieder den Befehl neu geben? Genau, such bitte mal. Oh, hier ist noch ein funktionierender Bottich. Waschen wir uns mal kurz. Mein Gott, Spitzer. Suchen wir diese Pavlina eben. Spitzer, das ist doch jetzt genau dein Ding. Oder? Hier Pavlina finden. Mal sehen. Such. Ja, er schnüffelt. Er schnüffelt. Und macht nichts. Okay, guter Hund. Mein Gott, Spitzer. Jetzt, wo es einmal wichtig wäre, ne? Warte mal. Ja, wir sind schon draußen. So groß ist das Gebiet ja auch gar nicht. Schauen wir mal. Okay. Ist sie hier oben? Oder? Ich weiß es gerade wirklich nicht, Leute. Ich habe die Quest einmal gespielt, aber... Und mehrmals als Let's Play gesehen. Keine Ahnung, Leute. Wir sind schon auch schon wieder draußen. Jetzt sind wir quasi auf einem Hügel gegenüber der Burg. Hier so runter schlittern, ohne uns zu verletzen möglichst. Ja. Hast du was? Pavlina vielleicht? Wahrscheinlich wieder irgendeine Kiste, so eine random Truhe. Ja, war klar. Super gemacht, Spitzer. Wirklich super gemacht. Ja, ganz toll. Na komm. Also, wir sind jetzt hier. Wir könnten noch einmal kurz nach links schauen. So ein bisschen Schlenkerer. Ob sie vielleicht hier so ganz unten ist. Ganz unten im A-Bereich sozusagen. Ja, Spitze? Boah, die nächste Truhe, ey. Komm, wir klären die Truhen kurz. Vielleicht ist Spitzer, dann macht Spitzer dann sogar was Nützliches. Ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es Pavlina. Nestui! Super, Spitzer! Spitzer wird ja wahnsinnig von dem ganzen Scheiß, der hier rumliegt.
Ach, Spitzer. Ja, ich folge dir. Und er findet die nächste Truhe. Hui. Es ist echt... Oh Mann. Spitzer. Warum kann man den nicht gezielt was suchen lassen? Das ist ja so nervig. Jetzt mal ohne Flachs. Boah, eine Truhe, hui. Hat man ja noch gar nichts von. Alter, die Kackentwickler, die haben sich auch nur so gedacht, ey. Es wäre viel zu einfach, wenn man ein paar Flehner mit Spitzer suchen könnte. Nein, wir positionieren ungefähr 20 Truhen hier. Einfach damit der Spieler... Wo ist Spitzer jetzt? Hier, in die nächste Truhe. Einfach damit der Spieler Spitzers Suchfunktion nicht nutzen kann. Es ist halt unglaublich schade, dass Theresa so eine passive Rolle spielt im Rest der Geschichte, ne? Das ist echt ein bisschen tragisch eigentlich. Also ich glaube, ich werde jetzt mal während der Suche nach Pavlena ein bisschen dazu ausholen, mal das zu sagen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon loswerden wollte. Und zwar, oder was ich zum Ende der... Pavlena! Hab keine Angst, ich bin's, Marosch! Was ich zum Ende der Theresa-Quest eigentlich loswerden wollte. Und zwar, sag ich mal, meine grobe Meinung über die, über eben diese Theresa-Quest. Oh Gott. Ist sie das? Das muss diese Pavlena sein, nach der Marosch sucht. Tut. Ich sollte es ihm sagen. Oh mein Gott. Pavlena! Wie tragisch. Ich bin's, Marosch! Ja, okay. Das war jetzt wirklich, wirklich nicht schwer. Oh Gott, was ist das? Wildschweine. Wenn sie mir schon so vor den Bogen laufen. Keine Angst, ich bin's, Marosch. Ah, fast. Okay. Pavlena! Versuch was wert. Du stehst ungefähr 2 Meter neben ihr. Wegen Pavlena. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Wo? Warum ist sie nicht bei dir? Es tut mir leid, sie... Sie ist tot. Sie haben sie wohl erwischt, als sie euch verfolgt haben. Oh nein, nein, nein! Meine Pavlena! Ich hätte besser aufpassen müssen! Sie war doch direkt hinter mir! Wie soll es jetzt nur weitergehen? Flieh und rette wenigstens dich selbst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo soll ich denn hin? Nach Thalmberg und sag allen Bescheid. Herr Divisch wird Hilfe schicken. Und danach bestatten wir unsere Liebsten. Ich verspreche es. Na gut. Und was ist mit dir? Ich suche nach weiteren Überlebenden. Hätte ich nur halb so viel Mut wie du, würde Pavlena noch... Oh Gott. Hier, nimm. Vielleicht triffst du jemanden, der die Verbände braucht. Gott sei mit dir. Ah, oh, sehr schön, okay. Ich meine etwas. Ja, Leute, also, was ich sagen wollte, ich finde die Rolle von Theresa in Kingdom Come Deliverance fast tragisch. Und das hat mit einem Grundproblem von Kingdom Come zu tun, und das ist das Frauenbild. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, man soll nicht so rumtun. Ich hasse dieses Gegendere und ich hasse auch so diese Hardcore-Feministinnen, ne? Die in allem irgendwie einen Angriff auf ihre Ehre und so weiter sehen. Wo ich immer so denke, Alter, ich will halt einfach leben. Könnt ihr nicht auch einfach leben? Und ich sag halt einfach, liebe Kinder, ich sag nicht Kinderinnen und Kinder, okay? So. Und, aber, ich muss sagen, dieses Spiel ist einfach so derbe frauenfeindlich. Das ist... Also wir haben mit Heinrich einen Helden, der... Also sich ganz offensichtlich, ja, das haben wir auch schon erlebt, an Theresa ranmacht. Und Theresa wirft sich ihm so an den Hals, wo man sich so denkt, also
Naja. Und ich sag mal so, Theresa wird nicht die einzige Frau bleiben, bei der das so ist. Es wird noch andere geben. Und die Rolle von Theresa war halt ohne dieses A Woman's Lot DLC extrem passiv. Und es fühlt sich so an, als würde Heinrich sie gebrauchen und dann wieder wegschmeißen. Sie hatte einfach keine Rolle mehr nach dem Intro. Nach diesem extrem starken Intro, wo sie wirklich auch eine starke Frau war, auch ohne A Woman's Lot. Und jetzt ist es so, mit A Woman's Lot ist es umso tragischer, dass wir jetzt erleben, wie stark Theresa eigentlich war, was sie alles geleistet hat und so. Und dann sagt sie trotzdem im Gespräch mit Heinrich noch, aufs Sterben gewartet. Also was hast du in Scarlett gemacht, aufs Sterben gewartet? So ein Unfug. Also, ich verstehe es nicht. Okay. Wir sollen jetzt wohl die Schmiede hier untersuchen, die... Was ist hier? In den Bergbauanlagen nach Überlebenden suchen. Mal schauen wir, ob hier noch irgendwas zurückgelassen wurde, was wir möglicherweise den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben können. Nein, okay. Ja, und das ist für mich ganz dramatisch, ganz tragisch eigentlich, dass dieses A Woman's Lot DLC es eben nicht geschafft hat, Theresa eine vernünftige Rolle zu geben. Sondern Theresa hat diese Single-Quest und wenn die abgeschlossen ist, ist die Rolle von Theresa wieder genauso passiv wie früher. Und das ist ganz dramatisch eigentlich. Hallo. Wow. Er verblutet? Ja, er verblutet. Ein Deserteur. Ein kumanischer Deserteur. Doppelt schlimm. Nehmen wir noch den Wein mit. Vielleicht können wir ihn brauchen zum Wunden auswaschen. Ein ungarischer Säbel. Her damit. So. Ist möglicherweise eine der Waffen, die wir aufgenommen haben, besser als die wir aktuell benutzen. Ja, da braucht man immer so viel Agilität, ne? Ja. Das sind alles Waffen, die auf Agilität basieren. Ich glaube, das wurde bewusst so gewählt, dass die Kumanen, die Theresa tötet, immer nur Agilitätswaffen haben, damit man die auch irgendwie nutzen kann. Oh, da ist jemand! Oh mein Gott. Aber nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe. Ich finde das A Woman's Lot DLC wirklich gut. Aber ein Versäumnis, was im Grundspiel auch schon richtig scheiße war, das wurde mit A Woman's Lot nicht verbessert. Und zwar, dass eben Theresa einfach keine Rolle hat, außer die des Chicks, das sich an den Helden, an den Protagonisten ranmacht. Im späteren Verlauf. Und das ist dramatisch eigentlich. Es ist ganz furchtbar fürs Frau, also für die Perspektive auf die Frau. Das wird nicht relativiert. Das ist das Schlimme daran. Ich kann irgendwo verstehen, also nachvollziehen, warum es so ist. Man hat einfach Theresa eigentlich keine große Bedeutung beigemessen. Sie ist mehr so ein Sidekick aus Sicht des Helden und aus Sicht der Story. Ist Theresa auch relativ unwichtig, bis halt auf am Anfang. Und die Mühle selber auch relativ unwichtig in Ratai, weil man später natürlich dann nicht mehr in der Mühle wohnt offiziell. Aber an sich, ich weiß nicht, ist es halt trotzdem, es ist ein Versäumnis einfach. Es vermittelt ein Frauenbild, was einfach gar nicht geht. Und das sag ich, als jemand, der wirklich diesen Hardcore-Feminismus und Frauen sind so benachteiligt, das wirklich verabscheut. Okay, sprechen wir mit Jamila. Jamila, was machst du noch oder hier? Oder Jamila, okay. Warum bist du nicht wie die anderen geflohen? Ich kann nicht. Irgendwo treibt sich einer dieser Bastarde herum. Was? Der Deserteur, den wir gerade getötet haben. Schon weitergezogen. Er muss ein Deserteur sein. Ah, okay. Der hier nach Dingen, die er stehlen kann. Er schien auch ziemlich betrunken zu sein. Du musst mir helfen. Kümmere dich um ihn, sonst werde ich hier sterben. Hab keine Angst mehr. Der Deserteur ist Geschichte. Oh Gottlob. Ich dachte schon, ich komme hier nicht lebend weg. Hab Dank, Theresa. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt bestimmt schon tot.
Ist schon gut. Geh nach Thalmberg und sag den Menschen dort, was passiert ist. Ich sehe nach, ob sonst noch jemand überlebt hat. Okay, perfekt. Ja, ein weiterer Bewohner von Scarlets gewissermaßen, der jetzt wegen uns überlebt hat. Und ja, mit diesem Bild, denke ich mal, beenden wir diese Folge. War jetzt mal wieder etwas länger, über 30 Minuten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut und tschüss.